Und da sieht ihr auch Matzen am Bild, der Stand vom Lycée Technique Agricole, eh von den Partnerin, die das Ganze organisieren, am Namen vom Educationsministerium. Ich hatte vorhin schon bei mir im Plateau den Direktor vom LTR, den Tom Delles, und hier ist er beim Lisa Kurt, für uns nach mir zu erzählen, über die Skischule. Genau, Kamil, als erstes mal guten Mittag, Tom Delles. Schönen guten Mittag, alle guten. Ja, wenn ihr guckt, wenn ihr uns als Bühne guckt und dann noch heute stand, hat mir gedacht, dass alles zusammenpasst. Wie ist die Kollaboration entstanden für die Leute, die das nicht wissen? Also das ist ja so, dass die Schule ein Schmattorganisator von der Fuera ist, mich und der Chef, die bei uns arbeiten. Und jetzt vor einer Kooperation noch für ein paar Jahre in der Schrift, noch mal mit dem Kommunikationsministerium, wir vertreten eben den an dem ganzen Dingen. Aber wie wir das Jahr dann ein bisschen mit Stand verteilt gesehen haben, hat mich gesagt, hey, komm, wir machen mal den Schulstand an der Herr, weil sonst sind wir immer da draußen. Direkt bei der RWE-TV-Bühne und dann integrieren wir das da dran. Und da muss ich auch sagen, das wurde als Floristin, die sich wohl darum gekümmert hat, die ganze Deko zu entwerfen und zu machen, und mit der Servicetechnik auch zusammen. Das hat alles selber gemacht, in Kooperation, wie gesagt, Floristen und Plan gemacht. Wenn ihr als Deko guckt, das ist noch so. Wenn man rüber gucken, dann hast du das mir einfach. Kommen halt bald Regal. Der Tisch, da sehen wir auch gemäß an, das Gewürz bei euch gebaut. Ja, also das gemäß, wenn man an der Deko mal dran und das Kreider, die heißt stehen. Das sind Sachen, die als Gemäßgärtner da produziert haben, dann sind sie in Zwettelbrück. Und die eben noch mal verschafft haben, weil sie das Deko nicht nur mehr Blumen sind, dass sie das auch ernst kann machen. Aber wie gesagt, das ganz viel gedurcht, das soll integriert gehen, die Bühne mit dem Heute, weil doch mein Stipptop funktioniert hat. Hallo, das Regal selber und noch die Banken, haben wir das, wie nicht die bei euch in der Schule gemacht? Also, das Regal für Deko, das ist eine Servicetechnik, die gemacht wird. Die Bänke, wo wir heute daneben stehen, das sind als Bussektion. Die auch Sachen machen über Holzverarbeitung, und die haben die letzte Zeit Bänke gemacht gehabt. Und das war ich gerade gesagt, am Anfang wurden ein paar gemacht, die bei uns auf den Sitz sollten nachkommen. Sind aber auch im Moment, dass eigentlich sind sie gut für kommen bauen, dass man doch intern an der Schule Leute so halt kann ich einen Hof kaufen, für das Thema zu holen. Ja, aber ich muss so in die Gesicht stabil aus, die Dote. Also sie ist stabil aus, und ich kann auch meinen, dass sie stabil sind, dann nicht immer so ausgesehen. Das ist besser wie die Bayerbank, ich meine, heute gibt es nicht. Nein, also heute gibt es nicht so, ein bisschen da vielleicht direkt raus in, das sind derjenigen, die oft mal direkt geplant, dass dann hilft, der nach mir. Nein, das war wirklich ein, von mir heute vorher gekommen, das war ein sicherer Punkt, wo wir alle als Sektionen ein bisschen wollen durchstellen, die ganze Zeit. Und für alle Sektionen probieren sie, irgendwie mit anzubannen, da dran. Das ist natürlich nur so, dass wir heute bannen, nicht wie sonst, wenn du baust, sie noch mal mit Landwirtschaftsmaschinen können hier hantieren. Wir das einfach, wir wollen alles weisen, weil viele Leute meinen immer, wir wären eine Schule, wo ich ausgehend hingehe, wenn ich welche Bauern lehre, wäre definitiv nicht der Fall. Das haben wir gerade gesehen. Habe. Floristen, Gemäßgärtner, Beschäbester, haben hat mir steht so ein Motto, für zu weisen, wie das funktioniert, wenn wir Mechatroniker holen. Da gehen wir direkt mal rein, als die nicht gucken, dann ist das doch mehr einfach. Sollen wir heute stehen bleiben oder gehen wir auf die andere Seite? Wenn der andere Seite sind Leute, und der gesagt natürlich, weil du abgeschnitten hast, für zu weisen, wie so Motorbahnen dran ausgesagt hat, wie es funktioniert. Wieso das Mechatroniker sind, eben heißen wir bei den Landmaschinen-Mechatroniker, die einfach Baumaschinen mit behandeln, und ein zweiter Mechatroniker-Beruf, den wir haben, das ist eben alles, was Kamion, was Busse sind, wo wir mit zwei Kilo-Litären, die auch bei uns ausgebildet gehen. Also das, wir bannen ein bisschen all das zusammen, die ganze Sektor, und da kommen wir Sachen dabei, wenn sie passen. Weil Kamion sind so ein, auch groß, schwere Maschinen, man denkt mir dieses Motto, und dafür wurde damals schon die Metier und unsere Ruhgetruhe für so, und dann können die nicht die Ausbildung bei euch machen. Und das hat dann mit bis ausgeschafft, genau, also fängt da unten, sind da zwei, drei Jahre, wo ein paar die Schüler da kommen. Und da ist auch die Instruktion, Kamionsmechanismus, wo man französischsprachige Ausbildung auch anbieten, weil einfach an dem Bereich ein größter Mann auch da ist. Wir konnten schon ein bisschen Einblick auf verschiedene Sektionen, die dir anbieten, was du da noch alles umstacht. Also ich muss, wie gesagt, die sie mal genannt und Bauer ist nach so, wie bei den Gärtner, aber auch Blumengärtner, wie so als Mechanismus. Also wir sind einfach ein normaler, zwischen Anführungszeichen, Liste, den eine ganz normale Liste-Klasse wird, ob das für 7 bis 5 Jahre ist, die wir am Enseignement Secondaire General anbieten. Und wir haben dann eine Ausbildung, also eine Ausbildung, Formation im Niveau, wo sie nur mal eine Premiere aufschließen, und zwar in der Sektion von den Sciences Naturelles. Das ist auch ganz gut bei uns passt, weil alle als Berufe haben mit Naturwissenschaften zu tun. Und dafür, wie die Ausbildung jetzt kommen, wo wir direkt mit dabei sind, das bieten wir bei uns gerne noch an, weil es genau bei uns einer Sache noch mal drauf passt.
Aber wenn ihr wisst, so Marsche her, ja, nur lauscht her, den das Handwerker fehlen, wie ist bei euch am Lisse oder noch Kapazitäten für Schüler abzuholen? Also wir haben für ein knappes Jahr, dass wir geplündert sind, dann scheint noch ein Gebäude auf Gilsdorf. Da haben wir auch mal endlich mehr Platz, dass wir noch mehr Schüler können holen. Wir hatten immer in Zwettelbrück, wo wir wirklich stark, ganz stark limitiert. Wir waren bei 600, wo wir Schluss. Weil auch wäre kein Platz mehr da gewesen. Da können wir da mehr holen und wir hoffen, dass wir in verschiedenen Bereichen auch noch beikommen. Ich muss sagen, dass wir das Jahr, wenn ich gucke, die Durchschreibungen für Z, ja, wir sind so weit gelaufen, dass es dann viel besser gegangen als die Jahre für drin. Dass wir da mehr Schüler haben, Gebäude, wie gesagt, funkelnei, schön. Und ab nächstem Jahr sind auch alle Schüler zu Gilsdorf, weil das Jahr, wo nach der Gärtner-Schüler eine Party, die nach immer im Hummi zur Battlebrick gehen, weil es Zähren eben zu Gilsdorf noch nicht da wohnen, ab September sollen die auch zu Gilsdorf funktionieren. Ich bin so, wir sind gespannt, wie er Bühne, er ganzen Dekor nächste Jahr auswärts gesehen. Da werden die neuen Schüler sich dann noch bestimmt etwas Flottes auffallen lassen. Und du mal zurück bei dir, Kamil. Merci, Lisa. Du wärst noch nicht weit weg. Hat aber auch Kind zu winken. Komm ihn holen auf den Stand vom LTA, weil da gibt doch gute Lütze bei der Bayer und ein Kippchen Creme. Also, so viel alles gesucht bei der Ackerbauschule. Aber vielleicht hat er ja die Chance, auch ein Kind das neue Gebäude zu besichtigen. Das ganz, ganz flott gehen. Uwen an der Hecht, wo ihr noch ein herrliches Gefühl habt, ob Gilsdorf an, ob Ettelbrink.